Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer GEMA-Depot mit dem dritten, besser gesagt, siebten Vorwachse. Heute ist Mittwoch und heute sind wir im Ozeaneum. Was wir gestern nicht geschafft haben, machen wir heute nach. Und vielleicht gibt's heute noch eine Drehbootfahrt, kommt drauf an, wie das Wetter ist. Es sieht, der Wind wird langsam ein bisschen besser. Und ja, drei haben wir drin auf mich, deswegen schnell mal rein, damit ihr auch was zu sehen habt. Ozeaneum. Wir beide gucken uns das jetzt schon an. Ryan war ja schon öfters mal hier drin und er wird uns das schon nicht sagen. Du das alles selber entwickeln. Und ihr natürlich mit mir auch. Das Ding ist, ich hoffe, jetzt klappt der Fokus. Ja, er klappt. Da seht ihr weitere Walskelette. Von welcher Walart kann ich euch leider nicht sagen. Aber vielleicht finden wir das irgendwo raus. Ne? In dem Sinne würde ich auch sagen, gehen wir auch jetzt mal weiter. Ab nach oben. Jetzt sind wir hier oben eine Rolltreppe hochgefahren und jetzt sind wir, kann man sagen, ganz oben oder fast ganz oben. Ich denke mal ganz oben. Und hier seht ihr schon mal wieder einen großen Blick auf die Ostsee. Und das ist die sogenannte Rügenbrücke. Die werden wir wahrscheinlich mal gucken, vielleicht morgen oder so befahren, weil wir wollen ja noch eine Rügentour machen. Ich hoffe, das klappt auch. Und ja, da bin ich mal gespannt, liebe Leute, was uns da erwartet und was auch hier uns erwartet. Und ihr seid mit dabei. Hier sind wir schon im ersten Raum des Ozeaneums. Auch wie beim Meeresmuseum werden auch viele Tiere ausgestellt, wie Möwen, Seesterne und Korallen. Und hier haben wir eine schöne Muschelsammlung. Es sieht echt interessant aus. Ich bin auch froh, dass wir diese Tour hier jetzt hier machen. Ja. Hier sind noch mal ein paar Erklärungen von Strömung bis zum Wasserkreislauf. Und hier wieder mal ein paar ausgestopfte Tierchen. Da haben wir den Papageientaucher, natürlich dann auch kleine Pinguine, Kaiserpinguine. Und da ist der Dreier im Feuer verschwitzt. Ja, ist so warm, Alter. Ja, also. Wir hatten die letzten Tage hier echt nur Regen gehabt und jetzt auf einmal so. Ja, und hier sieht man noch ein paar Modelle einiger Fischarten und Fischgräten. Man sieht das lecker aus. Dreier, da kriegt man richtig wieder Hunger, wa? Und ja, finde ich auch hier sehr schön erklärt. Barschartige Fische. Na, Dreien, hast du den schon wieder gefangen? Ja. Gestern oder vorgestern? Vorhin. Ah, vorhin.
Und hier sehen wir für die Mediziner unter euch oder die sich gerne das angucken, eingelegte Tiere. Von Kalmare bis Krebse sehe ich gerade, Fische. Man sagt ja alles für die Wissenschaft, aber ich finde, irgendwann hat auch mal die Wissenschaft seine Grenzen. Oder was meinst du dazu, Dreiern? Schon echt creepy da, die Viecher drin. Und hier sehen wir noch ein paar Schädelexemplare. Schön verpackt in Tüten. Naja. Und hier können wir uns mal ein lebendes Fossil angucken. Alle Pokémon-Fans werden jetzt schreien, Kaputo, Kaputo. So sieht das nämlich auch aus. Schön nachgebildet, schön nachgetreu, finde ich auch. Und natürlich haben wir auch wieder mal ein paar Tierchen, Vögel. Und zum guter Schluss, hier muss ich einen Cut machen. Modelle von mehrischen Gruppen. Aber auch wieder das ein Meer aus Plastik. Hier geht es wieder um den Umweltschutz. Und Leute, ein kleiner Rat von mir, schmeißt nichts ins Meer. Die Tiere verenden da elendig. Möwen fressen den Müll. Und das geht gar nicht gut. Wir müssen schon unsere Welt erhalten. Wie auch die kommenden Generationen. Also bitte, liebe Leute, schmeißt nichts im Meer. Und falls ihr irgendwas am Strand findet, eine Plastiktüte, eine Plastikflasche, hebt sie auf und schmeißt sie in den Müll. Die Umwelt wird es euch danken. Und schon sind wir im nächsten Raum vom Eis abgelagert. Glasierschutt. Ja. Und guck mal da, selbst ein Fuchs ist hier. Fällt mir schon wieder das Lied, ein Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ich hoffe, die Qualität geht so in Ordnung. Hier haben wir noch eine schöne Seerobbe. Ein Baby. Ah, so. Dann gehen wir mal weiter. Liebe Leute, nicht wundern, ich werde öfters mal ein paar Schnitzel reinmachen. Aber ich möchte hier keine Rechte verletzen. Scherenküste vom Eis geschliffen. Ich will auch nicht so viel sagen, ich möchte euch nur gerne auch mal die Bilder zeigen. Oh, Seerobben. Oh, sieht niedlich aus. Ich werde es mitnehmen. Ich will echt eins mitnehmen. Hier haben wir noch ein paar Fischexemplare plus eingelegter Fisch. Quallen. Quallen sind ja auch, es gibt ja bestimmte Quallenarten, die sind ja richtig giftig. Gesundheit. Und Seeadler vom Aussterben bewahrt. Oh. Das sieht ja schon mal majestätisch aus. Nice. Ohnehin, Leute, ihr müsst echt mal, wenn ihr in Stralsund seid, hier mal reingehen. Hier erlebt ihr was. Ich hoffe, das Licht geht auch so. Ah, da. Wo ich hierher komme, gibt es hier ein Dorf, eine Stadt, der heißt Otterndorf. Und ja. Nach dem Otter benannt, ne? Alles hat eine Verbindung. Das Meer, die Luft und die Erde. Mir fällt schon der Arm ab, Leute. Und hier haben wir noch mal ein paar kleine Schweinswal. Alles klar.
Schweinswal. Ob das schmeckt? Mal die Japaner fragen. Grüße gehen wieder raus an meine nicht japanischen Zuschauer. Und was haben wir hier denn Schönes? Sieht aus wie eine Karte. Und hier haben wir noch mal ein bisschen was Mäßiges, so wie so ein Wasser aussieht oder am Wasser. Mit ein paar Fischchen, Hügel. Na gut, der Vogel wohnt nicht unter Wasser. Ach doch, der taucht gerade. Haben sie gut hingekriegt. Und hier haben wir noch ein paar Plankton und des Weiteren. Ja, das wäre es auch dann mit diesem Raum hier. Sind jetzt überall durchgegangen. Ich melde mich dann. So, wir waren gerade eben bei den Fischen drinne und hier haben wir ein Tauchboot, Mantis, was viele Taucher und Forscher benutzen, mit den Greifarmen und allem drum und dran. Ah, James Bond, richtig! Ja. Oh, nette kleine Info. Danke Ihnen. Meine Zuschauer freut solche Infos. Ja, so kann man auch ein U-Boot berühmt machen, ein Tauchboot. Dreier, möchtest du mal mit so einem Ding mitfahren? Schon cool, das Ding. Möchtest du damit mal mitfahren? Wir sind schon wieder im nächsten Raum und hier seht ihr, wie es aussieht, wie eingelegte Meerestiere von Garnelen, Krebsen, Krabben bis zum Schwertfisch. Ist alles wieder dabei. Und natürlich werden hier auch weitere Ausstellungen betrieben durch Schifffahrt. Aber ich muss ehrlich sagen, sowas. Weiß nicht, ich finde das einfach nur Hammer. Der Trip Stralsund hat sich gelohnt und einmal wird nach oben geschwenkt. Und hier seht ihr nochmal die anderen. Wow. Hier gibt es auch eine Vorstellung, wo man in einen, wie es ist, in einen, so ein Tauchboot zu sitzen. Da kann ich aber nicht rein. Das sagt, ich kann da nicht filmen. Wir hier keine rechtlichen Konsequenzen haben. Naja. Okay, ich melde mich später. Also wer so einen großen Mund hat, der kann genug fressen, würde ich mal sagen. Nettes Tierchen. Ja, und dann würde ich mal sagen, hier sind wir die nächsten Fische. Freut euch. Bis später.
Meine lieben Leute, jetzt sind wir am Aussichtspunkt und wir haben gerade sehr viel Glück, denn es ist Fütterungszeit für die Pinguine. Na, nimm das. Und ich hoffe, euch stört der Wind nicht so sehr. Boah, die schlingen aber ganz schön rein, du. Boah, Mama, wir haben die Pinguine in der Höhle. Ja. Dort war sie. So. Aha. Mal gucken. Oh, ich möchte echt gerne mal so einen Pinguin streicheln. Ohne Witz jetzt. Na? Was jetzt so los? Nee? Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen? Ja. Ist es eigentlich schwer, solche Pinguine hier zu halten? Oder? Wenn man, sag ich mal, die Ahnung hat, wie ich, also ich habe sie auch gelernt. Hä? Dingen scheint es ja hier richtig prächtig zu gehen. Ja, die Anlage ist schön groß. Wir haben einen großen Wasserteil mit einem gefilterten Wasserfilterung. Aber irgendwie bedroht durch andere Raubvögel sind hier oben nicht, ne? Hier oben jetzt nicht, nein. Also es ist so, sie müssen jetzt zu mir kommen, die bei mir den Futter, also das Futter abholen, einfach halt jetzt ins Wasser reinzuschmeißen. Ne? Aber es ist so, dass warten, dass es halt den Fisch gibt. Aber wir haben das so gemacht, einfach, dass wir die Möwen nicht anlocken, dass die Pinguine zu uns kommen, sich den Fisch bei uns abholen, dass wir erst gar nicht die Möwen hier ran dressieren, sag ich mal. So, dass die Möwen auch so dreist wären und würden auch an die Bruthöhlen rangehen, würden dort dann halt, sag ich mal, Schaden machen, die Eier kaputt machen, die Jungtiere klauen und. Weil wir das einfach nicht wollen, haben wir wirklich den Faktor gelassen, die müssen zu uns kommen, sich den Fisch bei uns abholen. Um gar nicht erst, sag ich mal, so Möwen, Krähen, Dohlen, die sind auch an den Nester dran, sind auch so recht klein, aber... Danke für die Info, das war echt interessant, meine lieben Zuschauer, wenn ihr das so mal seht und echt mal hier Straßen seid, geht mal hier hoch und am besten natürlich zur Sommerzeit, wo ihr auch diese kleinen, niedlichen Pinguine auch seht. Nee? Also schaut mal hier hoch, es sind niedliche Tiere. Ich möchte echt gerne einen streicheln. Dreier, kaufst du mir einen Pinguin? Ja, gut. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt für diesen Clip. Wir hören uns.
Das war das Ozeaneum. Webseite habe ich euch und natürlich verlinkt in der Beschreibung. Also wenn ihr in Stralsund seid, schaut mal rein. Ja, und ihr wundert euch, hä, wo steckt der denn wieder? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, Grund ist, ich wollte eigentlich das schon vorher rausbringen, hab's aber leider nicht geschafft. Der nächste Grund ist, das wird auch erstmal das vorletzte Chor auf Achse sein, weil die große Rügentour konnten wir leider nicht machen. Tut uns sorry, wir waren so fertig, wir waren nur ganz kurz mal auf Rügen. Nach dieser kleinen Abmoderation gibt's noch ein kleines Video ohne Ton mit Musik unterlegt für euch. Schaut also dranbleiben, geht auch nicht lange. Und ja, und die Tretboot-Tour konnte man nicht, also Tretboot fahren konnten wir nicht, weil Wetter spielte nicht mit. Wieder mal lag es am Wetter, tut mir herzlich leid und ich würde mich nochmal ganz toll bei Dreiern und seiner Lebensgefährtin bedanken für den schönen Urlaub. Danke, wirklich danke. Und ja, und ich danke natürlich meinen Zuschauern und meinen treuesten Zuschauern, meinen treuesten Abonnenten, dass sie am Ball geblieben sind, trotz mal dieses anderen Content, den ich hier gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen. Ich habe schon in diesem Video ein bisschen versucht, was zu verbessern. Also würde ich jetzt auch mal sagen, verabschiede ich mich mit den Worten Zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Geh mal die Quo ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.